Ja, vielen Dank. Wir hatten jetzt ja schon sozusagen den zweiten, die zweite Sitzung des Untersuchungsausschusses 6.1, Thema NSU. Und ich wollte hier einfach nochmal ganz kurz ein kleines Resümee und auch einen Ausblick erstellen. Also der Punkt Nummer 1 ist, das hatten Sie ja, ich habe es zumindest letzte Woche in einem Artikel von Ihnen in der Presse ja schon gelesen gehabt, es geht darum, dass wir zur nächsten Plenarsitzung einen Antrag einbringen werden, wo wir die Landesregierung bzw. das Parlament auffordern, bitten, dass der Untersuchungsauftrag erweitert wird, weil wir sagen, dass die alleinige Betrachtung des Falles Piatto nicht so viel weiterhelfen wird bei der Aufklärung, bei der Aufklärung der Vorgänge rund um den NSU. Die Frage, die sich nämlich immer mehr aufdrängt, ist, wie viel Brandenburg steckt im NSU? Und da wird Piatto alleine nicht weiterhelfen. Das heißt also, wir werden versuchen, dass wir auch die Betrachtung auf weitere rechtsextremistische Gruppierungen erweitern, die in den Zeiten damals aktiv waren und die zwischenzeitlich aber auch schon von der Brandenburger Landesregierung dann auch verboten wurden. Also nur mal als Beispiel, was es damals gab. Da gab es eine direkte Aktion Mitteldeutschland, die war von 1995, Kameradschaft Oberhavel, Kameradschaft Hauptvolk, Schutzbund Deutschland, Freikräfte, Teilbewegung. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an die Diskussion um die Sprelichter oder die Unsterblichen, die ja sozusagen als Widerstand in Südbrandenburg bezeichnet haben. All das sind Vereinigungen, die zwar mittlerweile verboten sind, aber damals möglicherweise eben auch eine Rolle gespielt haben im gesamten Unterstützerumfeld des NSU. Wir wollen damit eigentlich auch deutlich und klar machen, dass es der AfD hier wirklich um eine vollumfängliche Aufklärung geht. Wir sind ja, und das wissen Sie ja auch von Anfang an, ja, hat man entweder es nicht ernst genommen, dass die AfD dort aufklären will und diesen Willen hat, oder man hat uns von bestimmten Kreisen möglicherweise sogar in die Nähe von solchen Gedankengut rücken wollen. Wir machen klar, das ist eine Sache, die wir vollumfänglich aufgeklärt haben wollen. Das sind wir dem Rechtsfrieden schuldig und vor allem auch den Opfern des NSU. Und dementsprechend ist unser Antrag auch zu verstehen. So viel erstmal dazu. Dann kommen wir nochmal auf die bisherigen ersten Sitzungen, die wir jetzt hatten. Und da ist es halt leider auch so, dass wir als nicht antragsführende Fraktion, Sie wissen ja, man hat uns ja im Grunde genommen da versucht herauszuhalten. Die anderen Fraktionen, also CDU, SPD, Linke, Grüne, haben sich ja dort quasi als diejenigen, die den Untersuchungsausschuss beantragt haben, sind ja sozusagen die Mehrheitsführer jetzt in diesem Ausschuss. Und wir sind sozusagen nur eine weitere Fraktion, die zwar mitarbeitet und die auch jetzt schon durch eine große Anzahl von Anträgen, die wir eingebracht haben, als Untersuchungsaufträge, sind wir von Anfang an ja auch geschnitten worden. Das heißt also, man will jetzt nicht unbedingt man erkennt unsere Arbeit dort nicht wirklich an. Das erkennt man noch daran, dass also unsere Anträge, die wir bisher eingebracht haben, rundweg einfach abgelehnt wurden. Und das ist jetzt an der ganzen Geschichte ja eigentlich, Skandal ist jetzt zu viel gesagt, aber zumindest ist das wirklich Unrühmliche an der ganzen Geschichte, dass man unsere Anträge zum Teil komplett abgekupfert hat. Das heißt also, das, was wir was wir beantragt haben für den Untersuchungsausschuss an Zeugenanhörungen, an Sachverständigenanhörungen, an Beiziehung von Akten aus anderen Untersuchungsausschüssen oder von der Landesregierung, dass solche Dinge dann in den Anträgen der anderen Fraktionen auf einmal wieder auftauchen. Unsere Anträge werden abgelehnt und die Anträge der anderen werden dann dementsprechend einfach angenommen. Wir hatten zwischenzeitlich ja auch, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal berichtet oder zumindest zur Kenntnis genommen, es gab eine Expertise des Parlamentarischen Beratungsdienstes. Und im Parlamentarischen Beratungsdienst wurde auch klipp und klar gesagt, die Anträge der AfD dürfen nicht einfach so ohne Begründung einfach abgelehnt werden. Und sie dürfen auch nicht
per se gar nicht erst angenommen werden. Also das ist mittlerweile an sich geklärt, also annehmen müssen sie, zähneknirschend hat man im Ausschuss das also auch erkannt und man nimmt unsere Anträge auch. Sie werden in der Tagesordnung allerdings ganz nach hinten geschoben, also selbst wenn wir rechtzeitig unsere Anträge einbringen, dann werden die nach hinten geschoben. Unsere abgekupferten Anträge werden in der Tagesordnung vorgezogen und dann werden sie beschlossen. Und dann heißt es im Anschluss, unsere sind ja dann obsolet, ist ja schon beschlossen worden oder in Teilen oder was auch immer. Und das ist halt ein Verhalten, was wir innerhalb des Untersuchungsausschusses kritisieren. Ich habe auch innerhalb des Untersuchungsausschusses darauf hingewiesen, zu inhaltlichen Sachen darf ich ja nichts sagen, aber zumindest soweit zu diesen Verfahrenstricks und zu diesen Verfahrensfragen, denke ich mal, ist es schon, und soll es uns gestattet sein, also darauf hinzuweisen.